In diesem Video gebe ich dir eine Antwort auf die Frage, was zählt eigentlich mehr, wenn ich eine Präsentation durchführe oder eine Rede halte? Kommt es eher auf die Verpackung, auf das Ambiente an oder eher auf den Inhalt? Schauen wir uns dazu kurz zwei Videos an von Politikerinnen. Die eine ist noch in Amt und Würden, die andere nicht mehr, die Anfang diesen Jahres für ziemlich viel Furore gesorgt haben. Because my answer is that finger pointing at each other doesn't bring peace and freedom to Ukraine. If we start or continue this game to finger point at others because it's more convenient for oneself, then Russia and Putin wins. And this is why I'm personally doing the opposite. And therefore I've said already in the last days, yes, we have to do more to defend Ukraine. Yes, we have to do more also on tanks. But the most important and the crucial part is that we do it together and that we do not do the blame game in Europe because we are fighting a war against Russia and not against each other. Thank you. Because we are fighting a war against Russia. 2022 neigt sich dem Ende zu und Berlin bereitet sich auf den Jahreswechsel vor. Was war das für ein Jahr, dieses Jahr 2022? Es hat uns vor unglaubliche Herausforderungen gestellt. Mitten in Europa tobt ein Krieg. Und damit verbunden waren für mich ganz viele besondere Eindrücke, die ich gewinnen konnte. Viele, viele Begegnungen mit interessanten und tollen Menschen. Und dafür sage ich ein herzliches Dankeschön. Christine Lambrecht hat diese Neujahrsansprache mehr oder weniger den Job gekostet. In einem solchen Umfeld, in Zeiten eines Krieges, das zu sagen, was sie gesagt hat, wobei der Inhalt aus meiner Sicht vollkommen in Ordnung war, aber in einem solchen Umfeld diese Inhalte zu platzieren, das ist schlichtweg ein absolutes Unding. Auf der anderen Seite scheint es Annalena Baerbock nicht weiter geschadet zu haben, dass sie quasi Russland den Krieg erklärt. Also was ist jetzt, was zählt mehr, Inhalt oder Ambiente? Es macht einfach einen Unterschied, ob ich eine Präsentation halte, in der ich über steigende Verkaufserlöse spreche oder über die gesunde Geschäftsentwicklung des letzten Jahres oder des letzten Quartals, ob ich das in einem solchen Umfeld präsentiere oder in einem solchen Umfeld oder vielleicht sogar in einem solchen Umfeld vor einer solchen Leinwand. Übrigens, wann immer du präsentierst, empfehle ich dir, wenn du in einer persönlichen Begegnung bist, blende deine Charts hinter dir weg, weil wenn du, während du präsentierst, einen Chart hinter dir hast, dann kannst du sicher sein, dass die Menschen immer wieder auf das Chart gucken und von dir als Person abgelenkt werden. Also die Empfehlung ist, ausblenden, wenn du möchtest, dass der Fokus bei dir ist, und einblenden, wenn du möchtest, dass die Menschen sich auf das konzentrieren, was du da zeigst. Aber jetzt nochmal zurück zum Rahmen, zum Raum, zur Location. Da habe ich ein paar Tipps, ein paar Empfehlungen, worauf du unbedingt achten solltest. Wie groß ist der Raum und wie viele Teilnehmer werden mindestens erwartet und wie viele maximal? Es gibt so eine Faustregel, die heißt, 5 Quadratmeter pro Person ist optimal. Da gibt es Bewegungsfreiheit für die Menschen. Dann, auf welche Lichtverhältnisse wirst du antreffen? Wenn du in einem Raum präsentierst, der nach Südwesten ausgerichtet ist und die Leinwand ist hinter dir, so viele Ansilumen hat kein Beamer dieser Welt, dass die Präsentation hinter dir jetzt noch wirklich gut zu sehen wäre an einem Nachmittag in einem Raum, der nach Südwesten ausgerichtet ist bei strahlendem Sonnenschein. Keine Chance. Was wird unmittelbar neben angespielt? Wenn du vielleicht eine Präsentation vorhast, in der du von Ruhe und Entspannung sprichst und nebenan feiert irgendein Jubilar, seinen Geburtstag oder eben ein Jubiläum, ganz schwierig. Da wirst du die Konzentration eher nicht bei dir haben. Wo ist für welche Technik Raum, falls du selber noch Equipment mitbringst? Oder ist die Equipment, die du vor Ort antriffst, kompatibel mit deiner? Das sind ein paar der zentralen Fragen, die du dir unbedingt stellen solltest, wenn du darüber nachdenkst, in welchem Umfeld, wo wird die Location sein, in der ich präsentiere oder in der du deine Rede hältst? Und was wird es für eine Location sein. Genauso wichtig finde ich aber eben auch die Vorbereitung auf die inhaltliche Dimension. Wenn ich über Presentation spreche, dann denken viele Menschen, naja, ist klar, da liegt der Fokus auf die Unterhaltung, eben auf den Entertainment-Aspekt. Das ist mitnichten der Fall.
Die erste wichtige Frage, die wir in unserer Arbeit mit unseren Mandantinnen immer stellen, ist, was soll gesagt werden? Die zweite Frage ist, warum sollen die Menschen auf der anderen Seite mir das Kostbarste anvertrauen, was sie haben, nämlich ihre Lebenszeit? Also hier geht es um den Nutzen, den ich stiften kann. Und erst nachdem die ersten beiden Fragen gestellt worden sind, kommt die dritte Frage, nämlich wie bringe ich das Ganze rüber? Und da sind wir dann auch wieder beim Ambiente, beim Umfeld. Zum Beispiel, in welchem Umfeld tue ich das? Im Mittelpunkt steht immer die handelnde Person, also das Wer. Also nochmal, bei Presentainment geht es erst ums Was, dann um Warum sollen die Menschen mir zuhören. Auch hier habe ich ein paar zentrale Fragen zu, die ich dir gerne mit auf die Reise gebe, wenn du deine Präsentation vorbereitest. Das sind nämlich, was will ich sagen? Was sollen die Empfänger unbedingt verstehen? Was sollen sie im besten Fall mit dem Verstandenen emotional verbinden? Was werden die Empfängerinnen, die Empfänger meiner Botschaft davon haben? Und was will ich final davon haben, dass ich es mitgeteilt habe? Das sind jetzt 5 der Fragen, die ich dir empfehle, grundsätzlich zu stellen, wenn du eine Rede oder einen Vortrag vorbereitest. Hier unten unter diesem Video findest du noch ein paar Fragen mehr. In diesem Sinne, die abschließende Antwort also auf die Frage, was zählt beim Reden, beim Präsentieren, ist es eher das Thema Ambiente oder der Inhalt? Es gibt ja Kolleginnen, Kollegen von mir, die sagen, es ist scheißegal, was du erzählst. Hauptsache, du bringst das gut rüber. Da bin ich anderer Meinung. Mein Blick auf dieses Thema ist, das eine ist die inhaltliche, die substanzielle Information und das andere ist dann die Performance und das Umfeld, in dem ich das Ganze darbiete. Viel Spaß und Erfolg bei deinen Präsentationen und deinen Reden.